Jo Leute, und was geht ab zu den Pionius und was ging die Woche? Was diese Woche auf Instagram und Co. passierte, ist euch wahrscheinlich nicht entgangen. Was es aber damit wirklich auf sich hatte, erfahrt ihr in dieser Folge. Also los geht's und viel Spaß. Langsam kommt Silvester immer näher und auch bei mir fängt es an langsam zu kribbeln. Und die Einkaufstour, warum bist du noch so weit weg, frage ich mich. Aber viele Leute können es wahrscheinlich nicht abwarten, haben glücklicherweise ein Auto und begeben sich nach Polen. Wenn sie zurückkommen, denken sie eventuell daran, für Silvester einfach mal ein paar Hartknaller mitnehmen und holen sich dort mal in Slubice oder in Hohenwutzen ein paar Böller. Ihr solltet aber bedenken, dass dort die Kollegen des Zolls warten und nur auf euch warten. Denn es wurden bis jetzt bereits schon viele, viele Autos wieder rausgezogen aus dem Verkehr, die auch wieder illegal Sprengstoff mit nach Deutschland bringen wollten. Bedenkt immer noch, auch Sprengstoff bzw. Feuerwerk, welches in Polen verkauft wird, in Deutschland eine CE- und F2-Nummer haben, dürft ihr nicht ohne weiteres nach Deutschland einführen. Erstens müsstet ihr beim Zoll angeben, dass ihr eine Importierung vornehmen möchtet. Zudem müsstet ihr trotz alledem eine Gefahrgut-Vignette anbringen, ob es jetzt 1.4G oder 1.3G Ware ist. Und das alles, denke ich, ist für den einen oder anderen zu aufwendig und darum würde ich euch einfach mal davon abraten. Denn wir haben in Deutschland jetzt schon sehr gutes Zeug und bis zur Einkaufstour dauert es ja nicht mehr lange. Da wir gerade beim Thema Polen waren, es wird eventuell noch ein bisschen lange dauern, bis wir genau die ganzen Informationen zusammen haben. Es sitzen viele dran, um mir dabei zu helfen, diese Informationen herauszufinden. Aber ich möchte euch jetzt schon sagen, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr ein nächstes Böller-Wochenende plant, nicht nach Polen fahrt. Denn es gibt so die ein oder anderen Angaben von verschiedensten Pyros, die ich öffentlich nicht nennen darf und möchte, die in Polen Probleme bekommen haben mit der Polizei. Und nicht in der Nähe von Slubice, sondern in Polen selbst. Und auch außerhalb von Ortschaften. Also, wenn ihr nicht Probleme mit der polnischen Polizei haben möchtet, dann wartet eventuell noch ab, bis dann die richtigen Folgen kommen, wo es darum geht. Und bis dahin möchte ich einfach zu eurer Sicherheit euch raten, dass ihr in Polen kein Feuerwerk mehr zündet, sondern wo es halt wirklich legal ist und wo auch sich jetzt viele Pyros hinbewegen, das ist Tschechien. Und wenn ihr da mal Bock habt, dann nehmt euch einen schönen Urlaub in Prag oder in der Nähe und habt da ein richtig geiles Böller. 2016, als ich mir die Pyro-News richtig anfing, habe ich das bereits schon mal in die Pyro-News mit reingenommen, aber jetzt sollte das mal ein Comeback sein. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Feuerwerkskalender? Der Feuerwerkkalender, unterstützt von feuerwerkfanpage.de. Viele Pyros werden sich diesen Termin bestimmt schon in den Kalender eingetragen haben und sich auch bei ihrer Arbeit einen Tag freigenommen haben. Die anderen wissen es aber eventuell nicht. Darum hier, am Samstag, den 4. November 2017, findet wie alljährlich in Osnabrück das Tosch-Pyro-Vorschießen statt. Das traditionell jährliche Tosch-Pyro-Vorschießen von Feuerwerksprodukten mausert sich zu einer Großveranstaltung, dem Pyrozauber am Piesberg. Gezeigt werden jede Menge Produkte aus der eigenen Produktserie und Artikel von vielen anderen Herstellern und Importeuren. Zum Schluss wird ein großes Abschlussfeuerwerk geboten. Für Besucher mit dem Auto stehen 1000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Ist eine Reise wert und kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen, denn die Videos, die da entstehen, sind Gold wert. Und ja, wenn Tosch-Pyro vorbei ist und der ein oder andere es dieses Jahr noch nicht geschafft hat, zu einem Feuerwerksevent zu kommen, wird das letzte große Feuerwerksevent dieses Jahr am 18. November starten. Das ist auch wieder ein Vorschießen, eine Produktpräsentation von Dübner Feuerzauber. Produktpräsentation von Dübner Feuerzauber mit Artikeln der Kategorie 2 und 4 verschiedenen Feuerwerksshows. Für das leibliche Wohl ist in beheizte Halle gesorgt, Eintritt frei in 04849 Bad Düben am Schlossmark. Also, wer darauf Bock hat und die Maps unten gerne hätte, dann schaut mal in die Videobeschreibung und findet dort die ganzen Zufahrtswege und wie das Ganze stattfindet. Apropos Tipp der Woche, Netto haut jetzt vor Halloween das große Geisterstunde-Set wieder raus, was für viele Leute schon bereits eine Tradition geworden ist, sich dieses zu holen. Dieses Jahr auch wieder für 3,99 € im Handel und euch kann ich das nur wärmstens empfehlen, denn damit lässt sich die Vorfreudezeit perfekt und legal überstehen. Aber von mir war es soweit. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Folge in den Kommentaren und lasst ein Like oder Dislike da, wenn ihr Bock habt und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also haut rein, bleibt human, bis zum nächsten Mal. Ciao.